Hallo und herzlich willkommen bei Fragrance Couple. Ich bin Steffi. Alarm! Alarm! So, und heute haben wir ein neues Review für euch. Und zwar Versace Pure Homme. Aus dem Jahre 2008. Und es ist ein Eau de Toilette. Ja. Und wie findest du? Also, es riecht frisch auf der Ferne. Und nah sehr zitrisch. Sehr zitrisch, ja. Soll ja auch ein sehr zitrischer Duft sein. Ja. Ich habe dazu mal die Kopfnoten und alle Noten rausgesucht. Die Kopfnote ist Bergamotte, Neroli, Zitrone und Bitter-Orangenblatt. Die Herznote ist Rosengeranie, Hyazinthe, Salbei und Zedernholz. Ja. Und die Basisnote besteht aus Amber, Moschus, Tonkabohne und Oud. Oud? Echt, da ist Oud drin? Ja, ich meine schon. Okay, bin ich mal gespannt, wie der länger hält. Also für mich auch sehr zitrig, ne? Ich habe ja auch das Light Blue Intense da. Das finde ich ein bisschen, richtig schon anders, obwohl da ja auch viele Sachen gleich drin sind. Auch nochmal intensiver, oder? Ja. Ja, der soll ja nicht so lang halten, der Versace Pure Homme zum Flakon. Das ist jetzt hier die 30 ml Flasche. Ist ja sehr süß, schlicht gehalten, ne, transparent. Silberkappe. Schick. Also es sieht schon schick aus. Sehr ich, ne? Zeitlos auch auf jeden Fall. Ja, ja, also gefällt mir. Anlässe wäre für mich jetzt die Arbeit. Ja. Und definitiv wärmere Temperaturen, wie zum Beispiel Sommer, was wir ja gerade haben. Ja. Oder ja auch Frühling, Herbst geht ja auch klar, wenn es da wärmer ist. Na, für kältere Temperaturen würde ich andere Parfüms bevorzugen. Ja, bin ich auch dabei. Genau. Komplimente habe ich dafür noch keine bekommen, weil der ist auf, in unserer Sammlung neu. Ja, der ist wirklich neu. Also im Laden habe ich den auch noch nicht kennengelernt. Nee. Hatte ich dir da und, auch noch nicht gezeigt. Ja. Also ich habe den jetzt blind gekauft, bin zufrieden damit. Und es sind ja 130 ml. Die halten jetzt bei uns nicht so lange. Ja, das stimmt. Also von daher. Ja, dann lass uns den mal bewerten. Ja, zeig mir bitte nochmal deinen Arm. Den Testarm. Ja, ich hab. Du hast? Ich hab. Zeig mir bitte nochmal. Ich zeig dir nochmal den Test. Ich muss es nochmal wissen. Du sagtest ja vorhin, da ist was drin. Ja, was dir nicht nee, so was gefällt. Ich, genau, ich glaube, da ist was drin, was mir nicht so gefällt. Ja. Meine Bewertung, ich kann das, ich mach das jetzt mal. Ich kann auch gerne anfangen. Nö. Doch nicht. Eine 5? Ja. Was? Wieso? Weil da was drin ist, was mir nicht gefällt. Ach so. Und ich bin halt einfach nicht so dieser zitrische. Ich finde immer diese Zitrusdüfte, die haben was vom Klostein. Ja, ich krieg das einfach nicht aus meiner Nase raus. Zitrone das dran, ist die einfach. Ja. Und ne. Ja. Also fresh und so ist ja ganz schön und nett, aber ich. Nee, Max ich komme da einfach nicht so drauf. Nee. Okay, von mir bekommt der Duft eine 7, okay. Weil erster Eindruck ist für mich gut. Ich mag diese zitrischen Sachen. Aber es ist auch jetzt, der ist nicht so hyperpräsent, ne? Ne, ich habe auch nicht so viel drauf gesprüht. Ja. genau, ja, durch die Zitrone, da ja Zitrone in vielen Reinigern drin ist, ja, ist das halt. Man verbindet das halt immer direkt damit, genau. Ne? Oder Scheuermilch riecht ja aus in der Art. Deswegen ne? Tun ja die Parfümeure so. Da vermehrt Bergamotte rein. Ist ja auch ein zitrischer Duft. Ja. Erinnert aber halt nicht so an Klostein. Ja. Deswegen von mir eine 7, von dir eine 5 für Versace Pure Homme. Ich werde ihn trotzdem behalten. Darfst du machen. Du musst ihn ja nicht tragen. Ja. Genau. Kennt ihr diesen Duft? Habt ihr diesen Duft? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.